Yo, Servus, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar hat KuchenTV ein neues Video, was aus Apo Red wurde. Und ja, ein sehr umstrittener YouTuber, gerade wegen seinem Bombenprank. Ich meine, dann war er 2 Wochen in Untersuchungshaft oder so, im Knast gewesen, dies, das, Ananas. Ich meine, viele mögen ihn nicht. Der hat über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ja, seit kurzem, also seit er seinen neuen Song jetzt released hat, er hatte nur noch 9 Videos auf YouTube. So, ohne Scheiß, der hat alle auf privat genommen oder alle gelöscht. Ich weiß nicht. ApoRed. Hier. Also 9 Videos noch auf seinem Hauptkanal. Red Summer. Der läuft mittlerweile auch nicht mehr so gut. Am Anfang hatte der fast immer, keine Ahnung, fast 1 Mille Klicks oder so auf jedem Video. Nimm einfach die Ideen aus und der hat nur noch so 200.000-300.000 Videos, was trotzdem noch viel ist, aber im Gegensatz zum Anfang, wo er den Hype einfach mitgenommen hat, ja, das neue Lied könnt ihr euch geben. Ich feiere es jetzt nicht so. Er verstellt so auf Krams seine Stimme. Ich feiere das Lied nicht. Was ich gefeiert habe, war Billo. Das war ein kranker Hit. Ja, ansonsten, was gibt's zu ihm zu sagen? Ich meine, persönlich kenne ich ihn ja nicht. Anscheinend wirkt er ja in Videos anders, als er persönlich ist. Persönlich ist er anscheinend ein richtig, richtig korrekter Typ. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich feiere ihn auf jeden Fall. Seine Videos finde ich geil. Gerade so fashionmäßig feiere ich übertrieben. Geile Sneaker am Start. Sneaker und Jacken. Ich bin auch so Schuhe und Jacken verrückt. Ist echt geil. Und ja, ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Legends ist ein Online-Spiel, entwickelt von einer Gruppe. Werbung natürlich auf meinen Nacken, kein Problem. Aus verrückten Wissenschaftler namens Rito Games, in dem es... Jo, Freunde der verschwundenen YouTuber, wobei das hier eigentlich gar nicht so ganz passt, aber das erkläre ich gleich noch. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe, wohin eigentlich Leon Mascher verschwunden ist. Vor 2 Jahren war der Typ in aller Munde, aber heutzutage hört man fast gar nichts mehr vom damaligen Skandal-YouTuber. Das Video ist super bei euch angekommen und so kann ich die Klicks natürlich doppelt mitnehmen, indem ich nochmal ein Video über ApoRed mache. Heute geht's, wer hätte es bei dem Titel und bei meiner Aussage gerade gedacht, um ApoRed. Herzlichen Glückwunsch, falls ihr das schon vorher wusstet, schreibt es doch mal in die Kommentare, damit ich weiß, wie klug ihr seid. Ja, aber normale Menschen spielen kein Fortnite und kennen den daher gar nicht mehr. Mein Content ist ja jetzt auch nicht gerade für 12-Jährige ausgelegt. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne Nacktbilder von euch senden. Bevor wir aber darüber sprechen, was ApoRed heute so macht, schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Wusch. Damals ist ApoRed mit Call of Duty Videos bekannt geworden. Allerdings gibt es davon heutzutage kaum noch welche online, da er mit steigendem Erfolg, wie so circa alle COD-YouTuber damals, zu Lifestyle gewechselt ist, weil man dort natürlich deutlich mehr verdienen konnte. Tatsächlich hat ApoRed letzten Monat ungefähr ein Drittel oder mehr seiner alten Videos gelöscht. Und zwar kann man bei Social Blade sehen, dass er 100 Millionen Aufrufe verloren hat. Das passt... Also zu dem Zeitpunkt ein Drittel und jetzt fast alle Videos. Keine Ahnung, was er machen will, ob er Rapper werden will oder so. Deswegen sind alle Videos weg oder auf privat. Ja, traurig. Ich meine, die Videos sind ja geil, kannst ja trotzdem online lassen. Naja, wer weiß, vielleicht will er einen Neuanfang starten oder so. Weiß ja keiner. Was passiert, wenn man alte Videos löscht oder privat setzt, da die Klicks von dem Kanal dann quasi für Social Blade verschwunden sind. Daher kann ich auch nicht mehr so viel über seine Vergangenheit reden. Sein ältestes Video ist Triple Nuclear Live, was anscheinend ziemlich gut ist. Kein Plan, ich bin keine 12 mehr und ich zock kein COD, aber 91 Kills, das mache ich bei League of Legends aber auch öfters, als Supporter. Die Videos, die von damals noch online sind, zeigen dennoch sehr gut, wie ApoRed schon damals Clickbait benutzt hat. Beispielsweise Achterbahn Extreme. Sie fahren in den 7 Minuten. Genau eine Achterbahn und die ist nicht mehr unglaublich krass. Ein Looping Wow! Bruder, übernimm dich bitte nicht. Wir sehen uns sicherlich nachher noch im Weichheitsschuppen Junior, was? Zu der Zeit kam dann auch sein erster Track Photoshop und Alter, Katastrophe. Der ist so unglaublich kacke, Mann. Keine Ahnung, wieso das 575.000 Likes hat. Der Flow ist unfassbar wack, die Zeilen schlechter als meine VBT-Runden und die Hook, wo einfach 10 Leute reinsingen, wie so eine besoffene Gruppe, ist einfach grauenvoll. Vor allem die Tags sind auch mega geil. Chatroulette, Mädchen... Geil, das fasst das Video wirklich unglaublich gut zusammen. Gut gemacht, ApoRed. Naja, dann hat er halt noch ein paar Challenges und so. Aber das Video war echt schlecht. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also. Sowas gemacht zu der Zeit ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, aber dann. Every day, Saturday. Woo!
UpRed wollte uns allen beweisen, dass er eben doch ein unglaublich krasser Rapper ist und hat's nicht geschafft. Das Video hat einfach fast 1 Million Dislikes. Props auf jeden Fall dafür. Der Flow ist mal wieder unfassbar kacke, fast noch schlechter als bei Photoshop. Ein paar gute Reime sind zwar vorhanden, aber bei dem Flow ist das halt fast schon wieder komplett hinfällig. Boah, ich muss hier echt aufpassen, wenn ich so viel über Rap rede, sonst kommt Marvin California noch um die Ecke. UpRed hat die Kritik natürlich nicht auf sich sitzen lassen und meinte in einem bereits gelöschten Video, dass das ja nur die Remix-Version war. Als Beweis hat er gezeigt, dass die Originalversion ein anderes Datum hatte. Ja, UpRed, das Erstellungsdatum von Dateien, das kann man unmöglich ändern in der heutigen Zeit. Die offizielle Version der Songs kam allerdings auch eher mäßig an. Zwar keine 900.000 Dislikes, aber dennoch nur 40% Likes. Das Problem, was ich damals und heute bei UpRed Songs sehe, sind genau zwei Dinge. Erstmal muss man sich das Rappen natürlich beibringen. Keiner fängt direkt an, die heftigsten Flows oder Texte zu haben, außer KuchenTV. Das Problem ist, dass UpRed von Anfang an eine hohe Reichweite hatte. Die Qualität, die von einem erwartet wird, wenn man 2 Millionen Abonnenten hat, das kann man halt relativ schlecht direkt mit dem ersten Track erfüllen, außer man übt vielleicht schon mega lange. Darüber hinaus finde ich persönlich, dass seine Stimme einfach null zu der Art vom Rap passt, die er machen möchte. Dieses Representer in die Fresse liegt ihm meiner Meinung nach nicht so wirklich gut, weil er einfach gar keinen Druck in der Stimme bekommt. Das klingt alles mega weich und dadurch auch kacke, vollkommen egal ob Remix oder nicht. Dann kam Numero Uno. Und nicht Numero Dos. Sein bis dato bester Track. Das ist aber auch nicht wirklich schwer. Fand ich aber aus eben genannten Gründen trotzdem mega kacke, obwohl das Video sehr gut produziert ist. Ersetzt hat leider nur den schlechten Rap nicht. Dann gab's mal wieder während den Song Challenges. Ja, kein Plan, ist halt einfach so. Aber dann kamen die ersten 24-Stunden Videos. Und Bruder, der Hype war ja sowas von real. Ich habe ja schon damals ein Video darüber gemacht. 1,6 Millionen Aufrufe. Also nochmal danke an mich selber, dass ich so geil bin. Das war wirklich eine gute Idee, das als Thema zu nehmen. Rückblickend haben sie die Videos, zumindest die ersten, wohl nicht gefaked. Obwohl sie, wie ich das schon bei Leon auch gesagt habe, sich einfach so dumm anstellen, dass man das einfach teilweise denken könnte. Anschließend kam sein Track Babawagen. Und tatsächlich ist es der erste Track von ihm, der nicht die 10 Millionen Aufrufe erreicht hat. Autsch, Bruder, 9,6, das ist ja wirklich gar nichts, Alter, lösch dich doch endlich. Und was soll man sagen? Ich feiere den Track, ungelogen. Der ist auch schon seit 2 Jahren in meiner Spotify-Playlist oder wie lange der Song auch draußen ist. Ich finde, der Beat ist mega geil. Der Text ist teilweise ganz lustig, auch wenn er das eigentlich nicht sein soll. Und die Hook mit diesem Babawagen. Ich glaube, das Lied ist echt in Ordnung, also ist okay, ist jetzt nicht so schlecht wie Photoshop und so, ihr wisst, was ich meine, aber ja, das Video feiere ich jetzt nicht so, ich glaube, das ist auch mit einer A-Klasse oder so, ich weiß gar nicht mehr. Geht richtig gut ins Ohr. Okay, dass er von einem krassen Auto rappt und dann nur vor einer A-Klasse im Auto steht, ja, ist schon bitter, aber trotzdem ist das der meiner Meinung nach beste Song von Apo Green. Dann hatte er mit Range Rover Mansory und Yalla Habibi noch 2 Tracks rausgehauen, ja, die ich ebenfalls aber eher kacke finde. Mann, bringt doch endlich mal Babawagen 2 raus, featuring San Diego bitte. Zu der Zeit hat er übrigens auch noch einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Und zwar wurde er für das Video Bombenprank vor Gericht gezogen. Da, da, da. In dem Video hat er sich als Agent verkleidet und ist mit einer schwarzen Sporttasche zu den Leuten hingegangen. Dann hat er am Telefon sowas gesagt wie, ist das die Zielperson? Die Tasche hingeworfen und ist dann weggelaufen. Ja, das ist natürlich schon absolut dämlich, gar keine Frage. Allerdings kommen seine Vorfahren aus Afghanistan, deswegen ist das eigentlich ein ganz normales Verhalten für ihn, mit Bomben zu schmeißen. Auf jeden Fall wurde er dafür vor Gericht gebracht und zu 200 Stunden sozialer Arbeit und 7 Monaten Bewährung verurteilt. Ist natürlich auch absolut verständlich, vor allem weil er sowas gerufen hat wie, 30 Sekunden habt ihr alle Zeit, lauft lieber, wenn euch euer Leben etwas wert ist. Ja, Bruder, schwierig so eine Aussage, ja, sagen wir es einfach mal so. Dennoch muss ich auch da sagen, dass es Zeugen gab, beziehungsweise Opfer, Opfer, die sowas gesagt haben wie, seitdem kann ich nicht mehr richtig schlafen, bla bla bla. Sowas finde ich einfach absolut traurig, weil man einfach eindeutig merkt, oh, da kann man Geld holen, ja, dann schnell nochmal komplett übertreiben, damit es mehr wird. Menschlich, na, absolut widerlich, diese Person. Traurig. Sowas zu seinem Vorteil auszunutzen, in dem Sinne, ist halt einfach absolut peinlich und widerwärtig. Wer wegen sowas psychische Probleme bekommt, der sollte direkt in die Klapse, weil offensichtlich ist seine Psyche nicht so ganz gefestigt. Er ist zum ersten Gerichtstermin dann noch einfach mal gar nicht erschienen, weswegen er dann für 15 Tage in U-Haft musste, bis halt dann der Gerichtstermin war. Und dann kam er aus dem Knast und hat das Video UpRed frisch aus dem Gefängnis hochgeladen. Junge, ist das peinlich. Er war halt 15 Tage im Gefängnis und macht einen auf, ich war 10 Jahre weit entfernt von... Ich meine, das Video hätte auf jeden Fall jeder mitgenommen, egal wer jetzt auch nur für 2 Tage da reingeht, der wird ein Video darüber machen, weil es einfach Klicks generiert, ihr wisst, was ich meine. Den Hype würde jeder mitnehmen. Das würde jeder machen. Jeglicher Zivilisation. Direkt neues Handy geholt, Seiten auf Null und Essen ausgegeben. Ehrenmann, Bruder, die 15 Tage ohne dich waren wirklich schlimm. Wie kann man denn bitte so krass übertreiben und das ernst, mein Mann? Das waren 2 fucking Wochen. Es gibt... Deine Haare mit der Schere oder mit dem Calligraphy Cut geschnitten? Du hast die Wahl.
Leute, die sind so lange im Urlaub und bekommen auch nicht viel mit und übertreiben nicht. Er hat dann sogar noch 2 Videos darüber gemacht. Vor allem das, was im Gefängnis geschah, kann man sich sogar ziemlich gut geben. Auch wenn die Videos länger sind als sein eigentlicher Knastaufenthalt. Dort hat er unter anderem auch gesagt, dass die Richterin ihn wohl nicht wirklich gemocht bzw. auch leicht gehasst hat. Und die musste sich nicht mal deine ganzen Kack-Videos damals angucken. Was sollen wir dann bitte sagen? Auch dafür hat er damals ein paar Kritiken abbekommen. Ich muss aber sagen, dass ich ihn hier wirklich komplett verstehen kann. Es ist halt nun mal so, dass Richter eine enorme Macht haben. Klar kann die Richterin ruhig negativ eingestellt sein, weil er den ersten Termin verpasst hat. Ich meine, wie fucking dumm ist das denn auch? Ich meine, wie kann man so wichtige Termine vergessen? Aber sie hat nun mal die Gewalt, ihn einfach für 14 Tage wegzusperren, wie man sieht. Meiner Meinung nach war das halt auch maximal unnötig. UpRed meinte dazu, dass sie gesagt haben soll, dass sie versucht, in den nächsten 2 Wochen den Termin hinzubekommen. Dazu sagt UpRed, dass sie es locker auch hätte vorher schaffen können. Und das denke ich genauso. Es ging ihr einfach darum zu zeigen, hör mal zu, du YouTuber, du hast hier einfach gar nichts zu melden, ja? Auch abgesehen davon bin ich aber generell der Meinung, dass viel härter geschaut werden sollte, was Richter denn so machen, damit sie ihre Macht eben nicht nach ihren Vorlieben ausnutzen können. Im Endeffekt hat sie ihm einfach 2 Wochen der Lebenszeit geklaut. Unnötig, auch wenn er den Termin verpennt hat. Das muss einfach nicht sein. Tja, und auf seinem Hauptkanal bringt er nun seit einiger Zeit eher wenig. Die hätten auf jeden Fall den Termin viel weiter vorziehen können. Das ist immer so, ich meine, bei einem Haftbefehl oder so, bei irgendwelchen Leuten, die irgendwas verbrochen haben, okay, da ist auch innerhalb von, keine Ahnung, paar Stunden oder einem Tag, werden die vor den Haftrichter vorgeführt. Ihr wisst, was ich meine. Da jetzt 14 Tage rumzumachen, voll unnötig. Das haben die höchstwahrscheinlich echt mit Absicht gemacht, weil er den Termin verpennt hat. Videos. Und wenn dann vor allem welche, wo es um Geld, Outfits oder Autos geht. Aber UpRed ist natürlich nicht dumm. Seit November 2017 lädt er Fortnite-Videos auf seinem zweiten Account Red Summer hoch und ist damit sogar ziemlich abgegangen. Innerhalb von nur 6 Monaten erreichte er dort 1 Million Abonnenten. Okay, er hatte zwar schon vorher 250.000, aber das muss man trotzdem erstmal hinbekommen. Dort hat er zu Halbzeiten auch mal zwischen 20 und 30 Millionen Klicks im Monat gemacht. Allerdings geht der Kanal immer weiter und weiter zurück. Jetzt sind es gerade mal noch 7 Millionen Aufrufe im Monat. Also genauso viel wie ich. Willkommen im Club, hi, meld dich mal, hallo, na? Außerdem gehört ihm noch der Apokalypto-Kanal, aber ich denke, ich brauche euch nur die Social Blade-Statistiken zeigen. Ich denke mal, ja, da erkennt man schon alles dran. Warum genau sein Kanal nicht mehr so läuft, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin wirklich mega hetero und befasse mich daher nicht mit Fortnite. Könnt ihr aber mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Gründe dafür kennt. Insgesamt ist es dennoch sehr ruhig um UpRed geworden. Im Video Mein neues 100.000-Euro-Auto erzählt er, dass er neben YouTube noch 6 Firmen am Laufen hat. Dazu habe ich leider nicht so viel gefunden. Nur die Tatsache, dass Deadstock ihm gehört, wurde ja schon von anderen veröffentlicht. Aber die haben jetzt eigentlich auch nicht so eine große Produktauswahl, als dass es so aussehen würde, dass er damit Millionen verdient. Ja, die verkaufen da Klamotten, wie ich gerade gesagt habe. Und eine Rap am Mittwoch, Loser Cap mit Noir drauf. Dann weiß jeder direkt, ah, der will kassieren. Finde ich wirklich cool, dass sie das anbieten. Über die anderen weiß ich leider nichts und man findet auch nichts darüber. Kann auch sein, dass er nur labert, alleine durch YouTube. Vor allem mit 30 Millionen Klicks im Monat und Placements verdient man... Also er macht mit YouTube auf jeden Fall genug Asche, so ist es jetzt nicht. Aber ich denke, der hat auf jeden Fall noch... andere Unternehmen, wo er mit involviert ist, sagen wir es so, vielleicht nicht alleiniger Inhaber, aber ja, bei Unternehmen, wo auf jeden Fall Prozente an ihn abgeworfen werden. Glaube ich schon. Weiß ich nicht, aber ich denke schon. Wirklich unfassbar gut. Ich denke mal, das ist jedem langsam klar. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass er das eher sagt, damit das nicht zu abgehoben rüberkommt, im Sinne von, hör, die YouTuber verdienen viel zu viel. Oder er hat wirklich sein Geld sinnvoll angelegt. Vielleicht in einen Knast oder sowas. Ich meine, das kann man ja immer gebrauchen. Oder in Richter. Dann hat man immer welche zur Auswahl. Ich denke einfach mal, dass es bei UpRed ähnlich sein wird wie bei Leon Mascher. Beide sind jetzt vorbestraft. Das heißt, sie können halt nicht mehr jeden Scheiß machen, weil sie dafür jetzt natürlich immer härter bestraft werden würden. Oh ja, bestraf mich, Daddy. Daher war es für UpRed doppelklug, den Fortnite-Hype komplett mitzunehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eventuell bald wieder versuchen wird, eher auf UpRed-Videos hochzuladen, weil Red Summer immer weniger Gewinn abwirft. Oder er ist wie Leon, der eher nebenbei noch Videos dreht und sich mit dem YouTube-Money privat einiges aufgebaut hat. Was denn jetzt der Fall ist, kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall ist das der YouTube-Werdegang von UpRed. Eure Meinung ab in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Kettings bye! Ach ja, und eine Sache, die ich noch loswerden sollte. Voll viele sagen ja immer, dass der mega unsympathisch ist. Ich habe ihn 2016 bei der Aftershow-Party vom Webvideopreis getroffen und ihn tatsächlich auch auf Mimi angesprochen und da hat er auch alles eingesehen und so. Und ich habe da generell so ein bisschen mit ihm und ein paar anderen gequatscht. Und ich muss sagen, dass er im Real Life wirklich mega sympathisch ist. Finde ich eigentlich schade, dass er sich dann teilweise so verkauft, wie er das im Internet tut, weil eigentlich scheint der Typ echt korrekt zu sein. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch jetzt immer noch nach eurer Meinung frage und... Wie gesagt, also er sagt auch, dass er privat sympathisch ist und übelst korrekt ist. Denke ich auf jeden Fall auch. Mag sein, dass sein Videos anders rüberkommt oder so, aber... Im Internet ist er auch einfach eine Kunstfigur, wisst ihr, was ich meine?
Folgende Kommentare habe ich hier bekommen. Skyz HD schreibt: Ich finde es einfach schade, was dieser Typ macht, um Reichweite zu generieren. Er begeht Straftaten nur, um gesehen zu werden und haut nach seiner Haft direkt ein Product Placement rein. Das finde ich persönlich einfach nur daneben. Und Chic schreibt: Ich muss sagen, dass er sowohl früher als auch heute in meinen Augen eher nicht von Bedeutung war. Seine Entwicklung, die er mit dem Namen ApoRed allerdings hingelegt hat. Okay, das müssen wir uns jetzt einfach nicht geben, ist einfach viel zu lang. Aber naja. Schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare zu ApoRed, was ihr von ihm haltet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.